Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ich möchte euch heute, wie versprochen, nochmal ein ausführliches Tutorial mit an die Hand geben für die Software Gregspert. Die haben wir vor ein paar Wochen mal vorgestellt und auf dem Kanal gibt es auch ein Video dazu und da habe ich auch schon erklärt, wie die Software funktioniert. Aber es gab natürlich ein paar Fragen und ich möchte nochmal im Detail erklären, wie die Software funktioniert und worauf man in bestimmten Fällen auch achten muss. Es gibt mittlerweile schon eine zweite Version. Es ist noch nicht die Version 1.0, das heißt, wir sind noch in so einer Art Teststadium und hier können noch Fehler auftreten, tun sie auch. Zum Beispiel nach wie vor haben wir ein Problem mit dem Betriebssystem Mac OS. Da funktioniert die Software nicht immer. Wenn ihr Probleme habt, ihr müsst in jedem Fall eine sogenannte Sicherheitsfreigabe machen. Also da werdet ihr aufgefordert, wenn ihr das Ganze auf dem Mac benutzt, dass ihr diese Sicherheitsfreigabe macht und die könnt ihr auch tun gerne. Und bei den Windows-Versionen läuft es eigentlich ganz stabil. Es gab jetzt nur eine Rückmeldung, dass es nicht lief unter Windows. Da war der Workaround, dass man sich als Administrator anmelden muss und dann die Software als Admin eben ausführen muss. Ist aber jetzt bisher nur einmal vorgekommen. Runterladen könnt ihr die Software nach wie vor hier auf der Seite gregspert.com. Da gibt es dann hier diese Version RC2, Release Candidate 2. Das ist die aktuellste Version. Oder ich verlinke das selbstverständlich alles unter dem Video hier unter diesem Link auf der Seite GitHub. Dort findet ihr auch nochmal eine Erklärung, was jetzt neu hinzugekommen ist in der neuen Version und so weiter und so fort. Neu ist auch, dass wenn ihr die Software runtergeladen habt, dann bekommt ihr hier einen Ordner, Gregspert Windows 64 in meinem Fall. Da sind ganz viele Dateien drin. Der Grund ist der, dass die Software nicht jedes Mal diesen ganzen Ordner entpacken muss, wenn sie startet. Das hat nämlich immer viel Zeit gekostet. Und jetzt ist es so, dass dieser ganze Ordner entpackt runtergeladen wird und ihr müsst dann die Datei suchen, die dann heißt Gregspert. Und dann gibt es ja hier auch dieses kleine Symbol. Daran erkennt ihr es gut. Es ist eben eine Anwendung. Dann doppelt draufklicken und dann startet die Software. Auch hier kann es Probleme geben. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass die Software beim ersten Mal sehr, sehr, sehr lange braucht, um überhaupt zu starten. Tut mir leid, dass es immer noch Probleme gibt, aber so ist das. Ist ein, ja, Projekt unter Astrofreunden, ja, und keine professionelle Software. Wir tun aber unser Bestes, dass wir mit der Version 1.0 dann wirklich eine ziemlich gute Version hinkriegen können. Ich starte die Software, mache einen Doppelklick hier auf dieses Symbol. Ihr könnt euch natürlich auch mit der rechten Maustaste dann hier so ein Icon auf den Desktop eures Rechners setzen. Mache ich jetzt mal nicht und starte mal. So, das ist die Oberfläche. Was neu hinzugekommen ist, ist hier auf der rechten Seite dieser Reiter erweitert. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel die Größe dieser Sample, das seht ihr gleich, die Samplegröße einstellen und die Samplefarbe. Erklärt sich gleich nochmal. Hier gibt es noch so ein paar Spezialeinstellungen und ihr könnt die Sprache einstellen, Englisch oder Deutsch. Normalerweise sollte die Sprache automatisch die richtige sein für euch, aber falls ihr das mal umstellen möchtet, könnt ihr das hier tun. Nach wie vor haben wir das Hilfemenü, so eine Art Schnellanleitung dafür. Und hier gibt es auch nochmal eine Tastenbelegung. Es gibt also auch so Shortcuts. Linksklick auf Bild heißt Setzepunkt. Ich erkläre euch das gleich nochmal, dann versteht ihr das besser. Linksklick auf Bild plus Verschieben verschiebt das Bild. Linksklick auf Samplepunkt verschiebe Samplepunkt. Rechtsklick auf Samplepunkt lösche Samplepunkt. Mausrad zoomen. Steuerung Z und Steuerung Y wiederholen, zurücksetzen von Samplepunkt Auswahl. So, mach das mal wieder zu. Und das Erste, was ich jetzt mal mache, ich lade mal ein Bild. Und zwar kein Astrofoto, sondern einen künstlich erstellten Gradienten. So, hier habe ich mal ein Bild geladen. Das ist ein künstlich erstellter Gradient. In Photoshop habe ich das einfach mal gemacht, um euch nochmal zu zeigen, wie diese Software funktioniert. Also, erstmal, es handelt sich hier nicht um ein sogenanntes lineares Bild, also das, was aus eurer Stacking-Software rauskommt, sondern das Bild ist quasi schon gestretched, wenn man so will. Das heißt, ich stelle hier ein No-Stretch, dann sieht das Bild auch ein bisschen heller aus. So, Punkteauswahl. Ich sage jetzt einfach mal, ich setze die maximale Anzahl an Punkten pro Reihe und sage, erstelle Gitter. So, jetzt wird es vollgekleistert hier mit Sample-Punkten
Und jetzt gebe ich einfach mal die Interpolationsmethode an. Ja, hier RBF ist die Standardeinstellung und ich sage mal berechne Hintergrund. So, ich kann jetzt hier auch die Punkte ein- und ausblenden. Ihr seht, ich habe ein ziemlich gleichmäßiges graues Bild jetzt bekommen. Das heißt, der Gradient ist völlig weg. Ich kann auch hier nochmal das Original zeigen. So sah das Original aus. So das bearbeitete Bild. Und so sieht der eigentliche Background. Also das ist das, was wir sozusagen abgezogen haben aus dem Bild. Und dann bleibt eben das übrig. So, wir machen das Ganze nochmal. Ich möchte euch eine wichtige Sache zeigen. So, die Punkte blende ich nochmal ein und sage jetzt mal Punkte zurücksetzen. Jetzt gehe ich mal hin und setze händisch mal Punkte hier, also diese Samples. Und ich setze mal nur hier einige wenige Samples ins Bild rein, zum Beispiel so auf diese Art und Weise. Und jetzt machen wir das Gleiche, berechne Hintergrund, schauen mal, was dann passiert. So, da passiert exakt das Gleiche. Was passiert hier eigentlich? Also in diesen Sample-Punkten oder in diesen kleinen Kästchen, da berechnet Gregspert den Durchschnitt aller Pixel, die sich in so einem Kästchen befinden. Das gibt dann einen mittleren, zum Beispiel Grauwert in unserem Fall. Dann berechnet Gregspert den Übergang von einem Sample-Punkt zu dem nächsten Sample-Punkt und von dem zu dem, von dem zu dem, von dem zu dem und so weiter und so fort. Und diese Berechnung, diese, man nennt das Interpolation, also Hochrechnung, wenn man so will, das versteckt sich hier hinter den Interpolationsmethoden. Und bei so einem einfachen Gradienten würdet ihr keinen großen Unterschied sehen zwischen diesen drei Interpolationsmethoden. Und es ist ein bisschen egal, dadurch, dass dieser Gradient so gleichmäßig ist, ist es eigentlich völlig Schnuppe, ob ich hier ja 1000 Samples hineinsetzt oder in dem Fall nur 6 Samples. Der Gradient wird immer richtig berechnet, weil das eine relativ leichte Aufgabe ist. Das wird später noch wichtig und ihr seht gleich warum. Nochmal ganz kurz hier unter Erweitert. Ja, ich kann hier die Samplefarbe, juhu, Disco, wählen, ganz wie ihr das möchtet, wie ihr das am besten sehen könnt. Und die Samplegröße kann ich auch einstellen. Ja, und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie dicht euer Objekt mit Objekt oder euer Bild mit Objekten besiedelt ist oder wie groß überhaupt die Auflösung des Bildes ist. So, machen wir wieder weg. Das wollte ich mal zeigen, ist wichtig. Jetzt lade ich mal ein zweites Bild, wo ich ein Verstärkerglühen simuliere. Ja, ich zoome mal ein bisschen raus, dann sieht man das besser. Also es ist eigentlich ein schwarzes Bild. Auf schwarzem Hintergrund sieht man nicht so gut. Ich habe hier mal so einen Verstärkerglühen eingestellt. Jetzt sage ich mal wieder, erstelle Gitter. Dann sehen wir auch die Ausdehnung des Bildes besser. Es funktioniert nicht, ja, weil das Bild schwarz ist. Also ich setze hier mal Samples überall rein und mache das mal so ein bisschen kreuz und quer. Und jetzt gehe ich mal hin und setz mal ziemlich viele Samples hier in dieses ja, künstliche Verstärkerglühen. So, und ich habe nicht nur in das Verstärkerglühen rein Samples gesetzt, sondern auch mal in den Bereich außen. Ihr seht gleich warum. So, jetzt sage ich mal, berechne Hintergrund, wir schauen, was passiert. Jetzt seht ihr plötzlich, dass ja das Verstärkerglühen so ein bisschen weggegangen ist. Ihr seht aber auch, dass jetzt hier im Rest des Bildes plötzlich ja Helligkeitsgradienten aufgetaucht sind. Also ich setze nochmal so ein paar mehr Samples hier in verschiedene Bereiche, einfach so ein bisschen durcheinander, sowohl in die dunklen Bereiche als auch in die hellen Bereiche. Also ich habe hier noch ein paar mehr Samples gesetzt. Und ja, setz jetzt mal hier den Smoothing-Faktor auf einen ganz kleinen Wert. Und dann schauen wir uns mal an, was da passiert. Also wirklich minimal, berechne Hintergrund. Jetzt seht ihr, dass das Verstärkerglühen beinahe komplett weg ist. Und das ist eine wichtige Sache. Also diesen Smoothing-Faktor muss man verstehen. Bei diesem ersten Beispiel mit dem gleichmäßigen Gradienten, da ist der Übergang ganz weich. Ich nenne das mal ein globaler Gradient. Global deswegen, weil das über das ganze Bild verteilt ist. Und hier, das nenne ich einen lokalen Gradienten. Das ist nur in einem Teil des Bildes, ist eine Aufhellung. Und bei lokalen Gradienten, da ist eine gute Taktik, viele Samples zu setzen, viele solcher Stützpunkte, sowohl in dem Bereich, wo das Problem liegt, als auch da drumherum.
Und dann muss man aber zusätzlich noch so ein paar, ich nenne die Ankerpunkte setzen, im Rest des Bildes. Man kann sich das sehr gut vorstellen wie so ein dünnes Metallblech, was man biegen möchte. Ja, also tatsächlich heißen diese Algorithmen auch unter anderem Thin Plate Splines, also dünne Platte Splines. Und das kommt tatsächlich daher, dass man das als Modell nimmt, als Gedankenstütze, sich so ein ganz dünnes Blech vorzustellen. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt hier doll biegt, dann könnte es sein, dass sich dieses Blech hier in der Mitte auch durchbiegt. Deswegen muss man hier so ein bisschen entgegenhalten. Deswegen nenne ich das Ankerpunkte. Und ihr seht auch, dass dann ein kleiner Smoothing-Faktor gut ist, um so lokale Gradienten wegzubekommen. Also das wäre eine Möglichkeit, eine Strategie, um jetzt zum Beispiel so ein Verstärkerglühen wegzubekommen. Wir sehen das gleich im Praxisbeispiel noch. Hier ist ein Praxisbeispiel, das hat mir jemand zugeschickt, freundlicherweise, vielen Dank an der Stelle. Und er hat gesagt, irgendwie, ich komme mit Grexpert nicht ganz klar. Dann habe ich gesagt, dann schick mir das doch mal und dann erkläre ich euch allen, ja, wie man mit diesem Bild arbeiten kann. So, ich sage jetzt mal höchste Stretch-Stufe. Auch hier nochmal, ich habe eine E-Mail gelesen, konnte leider nicht darauf antworten, wo jemand geschrieben hat, er könnte keine FITS-Dateien bearbeiten, weil diese komplett schwarz wären immer, wenn sie aus Grexpert rauskommen. Ja, das ist normal. FITS-Dateien sind immer komplett schwarz, wenn sie nicht gestretched sind. Wir arbeiten hier zum größten Teil auf nicht gestretchten Bildern. Und das heißt, wenn ihr dieses Bild nachher abspeichert, ist es wieder schwarz. Ihr müsst es danach also erstmal stretchen und das kann Grexpert nicht. Das müsst ihr mit einer anderen Software machen. So, wir sehen hier ein Bild, das sind 90x600 Sekunden, ohne Nachführung, glaube ich, aufgenommen. M101. Ja, und ich bin jetzt mal böse und sage, es wurde so alles irgendwie falsch gemacht, was ich immer predige. Also in dem Sinne, dass es wurden keine Darks gemacht, es wurden keine Flats gemacht. Wir sehen also hier ein ausgeprägtes Verstärkerglühen. Wir sehen eine ausgeprägte Vignette. Und das Bild ist auch nicht zurechtgeschnitten. Wir sehen hier noch Stacking-Ränder am Rand. Wir müssen also eigentlich hier die Ränder noch abschneiden. Habe ich jetzt auch mal nicht gemacht. Einfach, um euch zu demonstrieren, dass auch mit diesem Bild, was eigentlich nicht optimal für Grexpert ist, was Grexpert da leisten kann. So, jetzt mache ich mal wieder das, was man eigentlich nicht machen sollte, nämlich ganz viele Samples über das ganze Bild verteilt. So, jetzt liegen Samples hier überall im Bild und auch auf der Galaxie. Und ich sage einfach mal, berechne Hintergrund, einfach weil ich euch etwas zeigen möchte. So, auch das ist mal wichtig zu zeigen. Ich blende mal hier diese Punkte aus. Und ihr seht, um die Galaxie rum ist jetzt hier so ein schwarzes Loch entstanden. Und auch hier um diesen hellen Stern haben wir so schwarze Kringel. Neulich hat mal jemand geschrieben, das wären Artefakte. Grexpert würde Artefakte machen. Nein, ich zeige euch gleich, dass es nicht die Schuld von Grexpert ist, sondern dass hier die Software einfach falsch benutzt wurde. Also, wir gucken uns nochmal das Original an, das sah so aus. Und jetzt gucken wir uns mal den berechneten Hintergrund an. Und jetzt sehen wir, dass hier ein heller Fleck ist und auch hier unten ist ein heller Fleck. Und das liegt eben daran, dass diese Sample-Punkte auf der Galaxie lagen. So, das heißt, mit einem Rechtsklick machen wir die mal alle weg. Und auch hier auf dem Stern lag ein Sample-Punkt, das ist natürlich schlecht. So, nochmal berechne Hintergrund. So, ich blende mal wieder die Samples aus und wir sehen immer noch, dass hier immer noch ein bisschen, auf dieser Seite ist es immer noch ein bisschen dunkel um die Galaxie. Und das ist wichtig zu verstehen. Ihr müsst einen gewissen Sicherheitsabstand lassen, um solche Objekte, also noch mehr Samples wegnehmen und wirklich hier zwischen Galaxie und Samples, da muss ein gewisser Abstand sein. Sonst gibt es eine Überkorrektur dieser ganzen Geschichte und das führt zu diesen dunklen Halos. Und das ist übrigens nicht nur in Grexpert so, das ist in allen Gradientenentfernungswerkzeugen, die es gibt, so. Und das ist ein typischer Fehler und das ist aber ein Anwendungsfehler, wenn man so will. So, ich habe die ganze Zeit diesen Smoothing-Faktor übrigens auf einen kleinen Wert stehen gehabt, den stelle ich mal wieder hoch. Und jetzt machen wir noch einmal diese berechnete Hintergrund. So, jetzt sieht es besser aus, zumindest der Übergang hier ist besser, ja, zwischen Galaxie und dem Hintergrund, das sieht geschmeidiger aus. Allerdings haben wir jetzt hier oben so ein bisschen eine Aufhellung, da müssen wir da vielleicht doch wieder ein paar Samples hinsetzen. Ihr seht also, man muss gewisse Strategien
verfolgen. Ja, vielleicht setze ich auch den Smoothing-Faktor gleich mal wieder runter. So, apropos, wir haben hier das Verstärkerglühen. Jetzt erinnert euch an das Beispiel eingangs, was ich gemacht habe, wo ich nämlich gesagt habe, das ist ein Fall für viele Sample-Punkte und für einen geringen Smoothing-Faktor. Das ist, was ich nenne, eine lokale Aufhellung. Alles andere, diese Vignette und so, das ist global, das betrifft das ganze Bild. Aber dieses Verstärkerglühen betrifft nur hier oben die Ecke im Bild. Das heißt, ich setze jetzt Samples innerhalb und außerhalb des Verstärkerglühens und nicht wenige, sondern richtig viele. Ja, achte darauf, dass ich irgendwie nicht die Galaxie, die kleine, da noch mit erwische. Und natürlich solltet ihr darauf achten, das ist nicht immer wahnsinnig tragisch, aber ihr solltet darauf achten, dass solche Samples möglichst nicht zumindest auf hellen Sternen sind. Hier sehe ich noch einen, der ist mir zu nah an einem Stern dran, auch der hier. So, weg damit. So, und jetzt setze ich mal den Smoothing-Faktor runter auf einen sehr geringen Wert, sagen wir mal auf 0,5 oder 0,06. So, berechne Hintergrund. So, ich blende mal die Punkte aus und ihr seht, das Verstärkerglühen ist beinahe komplett weg. Hier, das sieht jetzt richtig gut aus. Nochmal, das ist ein Bild, da wurden keine Flats, keine Darks, nichts gemacht. Wenn ich jetzt mal das Stretching auf 10% stelle, was so ein Standardwert für Astrofotos ist, dann werdet ihr sehen, das Bild sieht perfekt aus. Und ich kann euch nochmal zeigen, dass vorher hätte es so ausgesehen. Wir hätten eine Vignette gehabt, wir hätten das Verstärkerglühen gesehen. So sieht es fertig aus. Nicht verwirren lassen, dass jetzt die Farbe ein bisschen anders ist. Das müsst ihr in einer anderen Software jetzt mit einer Farbkalibrierung eben richten. Aber ihr seht auch, die Galaxie wird heller vor dem Hintergrund. Ja, und das ist auch interessant zu sehen. Also, ihr seht, Grexpert macht nichts von ganz alleine. Ihr müsst ein bisschen eine Strategie verfolgen. Darum geht's in dem Video. So, nächstes Beispiel. Das hier ist ein bereits gestretchtes Bild und es ist leider nur ein JPEG. Ich habe den Astrofoto-Freund gefragt, ob er mir auch das TIFF zur Verfügung stellen konnte. Da gab es aber Probleme mit leider. Das konnte ich nicht öffnen. Darum zeige ich euch das hier an einem JPEG-Bild. Und das Bild ist auch schon gestretched, deswegen habe ich hier auf No Stretch eingestellt. Das ist nicht optimal, ja. Es war zwar Ziel von Anfang an, dass Grexpert das hier auch können sollte, aber es hat sich dann rausgestellt, als wir die Software entwickelt haben, dass es doch viel besser ist, sowas gleich sehr früh in der Bildbearbeitung zu machen. So. Also im linearen Zustand auf Deutsch gesagt und ja, kurz nach dem Stacken, wenn man so will. So, was macht man jetzt hier? Ich habe euch doch vorhin ganz eingangs dieses einfache Beispiel eines Gradienten gezeigt. Und jetzt versucht mal mit eurer Vorstellung diesen einfachen Gradienten hier reinzudenken. Ihr seht ja, dass hier links im Bild ist das Bild recht dunkel und rechts wird es heller. Das ist genauso ein einfacher Gradient. So, was jetzt nichts bringen würde bei diesem Bild ist natürlich, wenn jetzt hier irgendwie, wenn wir hier Samples erstellen würden, über das ganze Bild verteilt. Abgesehen davon, dass die gerade viel zu groß sind. Wir setzen mal die Samplegröße richtig klein. Ihr seht, auch bei dem Bild ist es auch wirklich notwendig, so kleine Samples zu machen. Ja, also das ist eine gute Ergänzung in der Software. Aber das bringt nichts. Wir hätten hier Samples überall über dem Nebel. Ich mache das jetzt spaßeshalber mal. Ja, setze den Smoothing-Faktor hoch, berechne Hintergrund. So, und ihr seht schon, was passiert. Hier wurde wahnsinnig viel vom Objekt abgeschnitten. Objektinformationen, wenn wir uns den Hintergrund mal angucken, seht ihr auch, das berechnete Gradientenmodell ist komplett rot. Bei so einer großen Gasnebelregion ist klar, das ist falsch. Hier wurden ganz viele Samples auf dem Nebel gesetzt und das heißt, das Gradientenmodell wurde mit dem Nebel berechnet und mit abgezogen. Das ist natürlich falsch. Also setzen wir alles zurück. Ich habe euch ja aber gezeigt, dass es gar nicht notwendig ist, über das ganze Bild Sample zu setzen. Es reichen ja ein paar wenige und das machen wir jetzt auch. Ich setze hier im rechten Bereich des Bildes mal ein paar wenige Samples und gut ist auch immer, wenn man so Dunkelnebel hat, dann kann man da auch immer mal einen reinsetzen. Hier oben ist einer, da setze ich einen rein. Hier unten ist einer, da setze ich einen rein und ja, vielleicht hier und hier. Und eine weitere Strategie ist, dass man jetzt erstmal einmal das auslöst, sich anguckt, was passiert ist und dann eventuell diese Samples nochmal verschiebt. Das machen wir mal.
Ja, gar nicht so schlecht. Ihr seht, der Gradient ist weg. Das Bild ist insgesamt sehr milchig. Das liegt daran, dass hier der Schwarzpunkt in dem Bild sehr niedrig gesetzt ist. Das Bild wurde also sehr stark hochgezogen. Wie gesagt, es wäre besser, jetzt man hätte das Ganze hier im linearen Zustand gemacht. So, jetzt gucken wir uns das Gradientenmodell an. Und das ist eine wichtige Strategie. Ihr seht jetzt, dass hier zum größten Teil der Gradient gut abgebildet ist, aber hier oben haben wir ein Problem. Wir haben hier links oben immer noch rot, das heißt, wir haben Objekt drin. Was machen wir? Also, wir gucken uns das Original an, nehmen diesen Sample einfach mal raus, denn der ist offensichtlich dafür verantwortlich, dass hier Objekt abgezogen wird. Sagen erneut, berechne Hintergrund. Jetzt gucken wir uns wieder das Modell an. Und jetzt sehen wir den Gradient, so wie er im Bild fehlerhaft da ist, richtig dargestellt. Wir haben einen Helligkeitsverlauf von rechts nach links und wir sehen nichts, aber wirklich gar nichts Rotes im Bilden. Das heißt, wir haben ein gutes Gradientenmodell gefunden. Wie gesagt, dass das Bild jetzt insgesamt so milchig erscheint, ist schnell zu lösen, indem man jetzt hier den Schwarzpunkt von dem Bild neu setzt und dann wird das schön kontrastreich erscheinen. Also das ist die Strategie bei solchen Objekten, wo viel Nebel im Bild sind und wenig Hintergrund, aber ein relativ einfacher Gradient vorhanden ist. Noch ein Beispiel, wir sehen erstmal nichts außer ein paar Sterne, also volle Stretch-Stufe und dann gucken wir mal, was da rauskommt. So, ja, Objekt im Orion und wir sehen hier, huiuiui, das wird schwierig. Also ich vermute, dass hier rechts überall Dunkelnebel sind. Hier links könnten H-Alpha-Gebiete sein und Dunkelnebel. Und wir haben hier aber einen ordentlichen Gradient. Wir haben hier so einen grünen Verlauf, der sich hier über das Bild erstreckt. Hier oben rot. Können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob das nicht Wasserstoffgas ist oder ob das ein Gradient ist. Und hier rechts unten ist offensichtlich irgendwie eine starke Aufhellung durch Lichtverschmutzung. Also auf gar keinen Fall erstelle Gitter. Das würde hier überhaupt nichts bringen. Wir setzen einzelne Samples. So, die machen wir mal ein bisschen größer. Ja. Okay, noch ein bisschen. So, einzelne Samples übers Bild. Das ist auch eine Strategie, dass man jetzt erstmal hingeht und sagt, wir ziehen erstmal einen Gradienten ab, gucken dann, was los ist und entscheiden dann weiter, wie es geht. Es schließt sich jetzt gleich, wenn ihr nicht verstanden habt, wovon ich gerade rede, werdet ihr es gleich sehen. So, ich setze hier überall mal Samples rein, wo ich vermute, dass dort Himmelshintergrund ist. Übrigens ist immer gut, wenn man hier so einen Dunkelnebel hat, kann man da getrost ein Sample reinsetzen. So, jetzt sage ich mal, na komm, ein paar setze ich noch. Jetzt sage ich mal, berechne Hintergrund und wir gucken mal. Hi, also wir sehen, hier ist was schiefgelaufen. Hier links im Bild wurde viel zu viel abgezogen. Und rechts sieht das Bild sehr milchig aus. Und wir gucken mal, wie das Hintergrundmodell ausgeht. Aussieht, das liefert uns wichtige Informationen. Also hier ist irgendwie ganz viel Blau, hellblau und wirklich viel Helligkeit abgezogen. Da stimmt was nicht. Was wird wohl nicht stimmen? Diese beiden Samples sind offensichtlich dafür verantwortlich. Hier rechts unten, das ist super abgebildet. Auch dieser grüne Verlauf ist super abgebildet. Auch hier rechts oben ist es gut. Hier müssen wir mal schauen, was da los ist. Da ist noch ein Helligkeitsverlauf. Ah ja, da ist ein Stern. Okay. Gut, aber es sitzt kein Sample in der Nähe und das erste, was wir jetzt mal machen, ist diese beiden Dinger wegsetzen und nochmal neu berechnen. Schon besser, wir haben nicht mehr den krassen Fehler hier links, hier oben haben wir aber noch einen Fehler, da wurde zu viel abgezogen. Das Schöne ist, in dem Moment, wo wir jetzt diesen ersten über allem schwebenden Gradienten abgezogen haben, sehen wir viel besser, was im Hintergrund los ist und können unsere Samples jetzt zielgerichteter setzen. Also ich bin guter Dinge, dass wir hier irgendwie zu einem guten Ergebnis kommen. Ich setze mal hier noch in den Dunkelnebel einen rein. Dann müsste es ganz gut sein, hier oben einen reinzusetzen, vielleicht hier. Dort können wir sagen, ist Hintergrund. Hier links, da bin ich nach wie vor unsicher, ob da nicht Objekt ist. Hier ist ein Dunkelnebel, da setze ich auch mal einen drauf. Und hier unten setze ich mal ein paar mehr Samples hin. Und ja, auch hier haben wir immer noch Grün. Grün wollen wir auf gar keinen Fall haben. Und ja, so arbeite ich mich jetzt durchs Bild und gucke, wo ist denn wirklich Hintergrund und wo ist Objekt. Und kann so besser dann die Samples setzen.
Es wird langsam, also ihr seht, es gibt eine Entwicklung in dem ganzen Bild. Den setze ich jetzt nochmal woanders hin, weil ich bin mir noch nicht sicher, woher diese Geschichte hier kommt. Das hier oben hat gut funktioniert, mache ich mal noch ein paar mehr hin. An der Stelle auch hier, das hat gut funktioniert. So, und dieser Sample hier hat offensichtlich auch gut geholfen. Und ich werde jetzt auch mal hingehen und den Smoothing-Faktor ein bisschen runtersetzen. Ihr seht, das ist ein Härtefall, absoluter Härtefall. Es ist total schwer, hier wirklich ein gutes Ergebnis hinzukriegen. Und da müssen wir uns dann irgendwann auch ja, mit der besten Variante zufrieden geben. Aber ihr erkennt hoffentlich, dass ich eine gewisse Strategie verfolge. Also mir erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sind überhaupt die Gradienten und so weiter und so fort. Und dann eben gezielter Samples setzen. Hier zum Beispiel, das liegt mir zu sehr auf so einem dunklen braunen Bereich. Ich lege diesen Sample hier lieber in diesen grünen Bereich rein. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, ich habe jetzt ein paar Durchgänge gebraucht, um hier einigermaßen voranzukommen. Das ist total schwer. Ja, gebe ich zu. Und da braucht ihr einfach Geduld und da kann es auch schon mal passieren, dass man sagt, so, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber das liegt eben nicht daran, dass die Software das nicht kann. Die kann das schon. Aber man muss eben ja mit den Samples rumexperimentieren. Hier oben zum Beispiel wird immer noch zu viel abgezogen. Drum verfolge ich jetzt hier mal die Taktik, um dieses Ding so ein paar Stützpunkte zu setzen. Und dieser hier in diesem Dunkelnebel, der hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich versuche es nochmal. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist das Beste, was ich jetzt erreichen kann. Ich setze das mal hier auf 10% Background und wir gucken uns das mal an. So, ich mache mal die Punkte weg. Ja, also es ist total schwer. Bei so einem Bild ist es sehr komplex. Das Objekt stand sehr tief. Wir haben sehr viel Lichtverschmutzung im Hintergrund. Die Dunkelnebel haben nicht genug Signal, um rauszukommen. Und ja, es ist ein total schweres Beispiel, an dem man sich auch schon mal die Zähne ausbeißen kann. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen, wie die Strategie ist. Man muss auch immer wieder gucken, zwischendurch sich das Hintergrundmodell angucken und gucken, habe ich da jetzt gerade Objekt im Bild, ja, Dunkelnebel oder sonstiges Objekt oder ist das wirklich Gradient, den ich da abziehe? Und dann muss man so ein bisschen iterativ vorgehen, hin und her probieren und schauen, dass man da auf den grünen Zweig kommt. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen. Ihr habt gesehen, ihr braucht ein paar Strategien, um erfolgreich mit Gregspert zu arbeiten. Und wichtige Sache ist, immer wieder sich den Hintergrund angucken und immer wieder zu überlegen, was passiert da eigentlich. Sobald ich ein Sample setze, wird dort in dem Bereich irgendwas abgezogen. Und das muss ich mir in diesem Background-Modell immer angucken. Ihr habt auch gesehen, was der Smoothing-Faktor macht. Die Interpolationsmethoden, das könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich könnte jetzt hier bei dem Bild zum Beispiel einfach auch mal eine andere Interpolationsmethode ausprobieren, in der Hoffnung, dass das vielleicht noch ein bisschen was bringt. Aber diese RBF-Methode haben wir nicht umsonst als Default-Einstellung. Die funktioniert in den meisten Fällen am besten. Ja, und da könnt ihr mal probieren. Und es ist nicht immer zwingend besser, ja, hier einen Haufen Samples aufs Bild zu setzen, hunderte solcher Samples über das Bild zu verteilen und dann einfach mal berechnen, Hintergrund zu drücken, ohne weiter zu überlegen, was passiert hier eigentlich. Also, ihr braucht eine Strategie. Ich habe euch ein paar Anregungen hoffentlich gezeigt, wie man solche Strategien verfolgt und wünsche euch viel Spaß mit der Software. Und falls ihr Fragen habt oder falls ihr auch mal einen Fall habt, wo ihr sagt, da komme ich nicht weiter, dann schreibt es in die Kommentare oder nehmt Kontakt per E-Mail mit mir auf und dann versuche ich euch zu helfen. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao.